Auch heuer wieder veranstaltete die Marktgemeinde Perchtoldsdorf den Tag des Sports, der auch schon im Vorjahr sehr gut angekommen ist. Also wir haben an die 20 Sportvereine in Perchtoldsdorf und der größte Teil dieser Vereine präsentiert sich an diesem Tag, hat also die Möglichkeit, eine Leistungsschau abzuliefern, auch zu zeigen, welche Angebote für junge und für alte Leute wir in unserem Perchtoldsdorf haben. Wir sind der Karateverein in Perchtoldsdorf. Wir heißen Akari Tatsu, was so viel heißt wie leuchtender Drache. Und wir trainieren in Perchtoldsdorf und im Brunner Gebirge, beides in den Volksschulhallen, sowohl in der Rossiger Gasse in der Volksschule am Sonntag, als auch immer Mittwoch in der Volksschule im Brunner Gebirge. Wir haben mehrere Kindergruppen, wir fangen ganz klein an mit 3-4 Jahren, die machen Bewegung und ein bisschen Orientierung und Gruppenspiele. Wir sind der OSC Perchtoldsdorf, wir sind oben auf der Höhenstraße im Sportplatz und bei uns ist Fußball das Thema. Von U6, das heißt, das sind die ganz, ganz Kleinen, haben wir durchgehend Mannschaften bis zur U17 und dann halt Reserve- und Kampfmannschaft. Wir haben 250 Kinder bei uns, die wir betreuen und sind sehr, sehr aktiv in der Richtung. Wir sind der Turnverein Perchtoldsdorf und wir bieten mehrere Sparten an. Wir haben zum Beispiel Zirkus, Akrobatik, Tanzen, Cheerleading, Volleyball, Gesundheitsturnen für die Erwachsenen, Kinderturnen, also bunt gemischt. Also wir sind die Perchtoldsdorfer Devils, wir sind der Handballverein, sind gleich da hinten in der Siegfried-Ludwig-Halle beheimatet und bieten heute ein Zielwerfen und Geschwindigkeitsmessung an und haben für alle Kinder ab dem 4., 5. Lebensjahr, Mädchen und Burschen, die Möglichkeit, Handball anzubieten in dem Verein. Wir sind das Jungung Taekwondo. Taekwondo ist sowohl Kampfkunst als auch Kampfsport. Taekwondo ist auch ein sehr schöner Familiensport. Da fangen die Kleinen ab 3, also die sind dann in so einer Bambini, in einer Kleinkindergruppe mit anderen Kindern von 3 bis 5. Also wir haben sehr viele Senioren und das älteste Mitglied ist 77. Ja, bei uns kann man wie immer Elektroräder ausprobieren, verschiedenster Art und Weise, Mountainbikes, Citybikes, Trekkingbikes, einfach gratis testen, eine Runde fahren und die Möglichkeit besteht aber natürlich auch im Geschäft bei uns. Wir sind die Volksbank Galaxy Tigers, wir sind in Perchtoldsdorf zu Hause, in der Brunnenfeldstraße 65 beim Galaxy Fitness Center und wir bieten für Alt und Jung Judo an, besonders eben dann eher geeignet für die Jüngeren, dass wir schon mit 5, 6, 7 Jahren starten und das geht halt, wir sind jetzt schon seit Jahren eigentlich der dominierende Verein in Österreich, sind jetzt 4-mal hintereinander österreichischer Meister geworden, das heißt man fängt bei uns mit jungen Jahren an, arbeitet sich dann nach oben und hat halt die Möglichkeit dann wirklich bis zum Leistungssport zu kommen, wo es dann Richtung Weltmeisterschaft, Olympische Spiele und weiteres geht. Wir sind Alpenverein Sektion Teufelstein. Wir bieten an, alles was den Berg betrifft, vom Klettern, vom Wandern, vom Skifahren, Hochbergsteigen. Wir machen sehr viele internationale Touren. Und das Kistenklettern, das Sie im Hintergrund sehen, ist natürlich etwas, was ein bisschen spektakulär ist und eben für die Jugend. Es schaut so einfach aus, das Kistenklettern, wenn man oben steht und hat dann 10 oder 15 oder 20 Kisten unter sich, dann wird das ganz schön schmal. Und da kommt das erste Mal so ein richtiger Höhlenblick in die Tiefe zum Tragen.